Okay, was geht ab, Leute, Junge? So, damit haben wir auch eine 9-Euro-Ticket Todesfahrt abgehakt. Das ist Apartment. Toilette. Ich habe kein Shampoo dabei. Ich hab da nicht. Ich habe angeboten, auf der Couch zu pennen. Aber die Mädels zahlen sich an mein Bett. Ist selber schuld. Ich muss hier ins Wohnzimmer, da gibt es einen geilen Tisch, wo ich Videos schneiden kann für euch. Dreckiger Laden ohne Service, Mann. Was ist das für Würzburg, Alter? Echt schade, Mann. Was zu trinken. Ich habe heute noch gar nichts getrunken. Fuck. Es ist 15 Uhr. Ich habe den ganzen Tag noch nichts getrunken. Ey, ich glaube, ich gleich um, Mann. Boah, das ist das Schlimme, wenn man mit anderen Menschen unterwegs ist. Man muss sich halt an die anpassen. Jetzt hat das eine nicht funktioniert. Das heißt, natürlich gar nicht mehr Kaffee trinken und so. Aber ich habe halt immer noch Durst und Hunger. Haben wir jetzt eine original fränkische gegönnt, Leute. Mit Pommes. Ich weiß nicht, was das für ein Gebäude ist, aber könnte wichtig sein. Sehr schöner, imposanter Dom. Residence. So. Beeindruckend, beeindruckend. Ich finde es schön. Schau mal, wie witzig diese Bäume sind, Leute. Witzig, oder? Top Instagram-Foto-Location, Leute. Aber nicht für mich. So, wir haben gerade die Residenz abgecheckt. Es war überall Film- und Fotoverbot. Weltkulturerbe UNESCO. 9 Euro Eintritt. Ja, kann man machen. Ist so, das Schloss halt ungefähr so wie Schloss Nymphenburg. Viele, viele Räume, sehr prunkvoll, jedes Mal so anders. Ein komplett goldenes Zimmer, eins mit Spiegeln, ein grünes Zimmer und so weiter und so fort. Ein paar imposante, impressive Wandgemälde, so oben Dachgemälde. Auch ein bisschen so 3D-Effekt mit Statuen vermischt mit dem. Ja, kann man machen, kann man machen. Muss nicht unbedingt sein, aber hey, weil UNESCO Weltkulturerbe nimmt man halt mit. Eine Hand unmöglich, oder? Ja. Es kommt wieder eine legendäre Brücke, Leute. Immer diese Brücken. Ihr seht, sehr beliebt. Wer da gewohnt hat? Wo? Habt ihr schon mal eine Stadt an der Brücke chillen sehen? Einfach so, als wäre es bei uns hier in München der Marienplatz. Leute gammeln einfach auf der Brücke. Der Kran, Leute. Und ein bisschen Wasser. Ja, mei. Also ich habe noch nie Schnecken gegessen. Was? Ja. Du bist das einfach so? Natürlich. Okay. Das Leben ist kurz, Mann.
Man muss Abenteuer, Adrenalin. Das ist ein bisschen zu viel Käse nach meinem Geschmack. Der skeptisch überlegt, so. Das hat null Eingeschmack. Es schmeckt einfach nur nach Käse. Dann hat es ja voll gewesen. Aber so sind Schnecken. Schnitzel. Ich finde auch nicht, dass sie Eingeschmack haben. Meistens sind sie ja so mit Kräuterbutter eingelegt. Deswegen schmecken sie auch nur nach Kräuterbutter. Ja. Deswegen. Ist mir zu käsig hier. Für die ganze Woche. Hauptspeise auch. Gefühlt eine Ewigkeit später. Ich habe eigentlich gar keinen Hunger mehr. Sättigungsgefühl ist schon eingetreten. Ich muss sagen, Würzburg, Service, ihr seid richtig heutig, Alter. Aber vielleicht wird es schmecken. Und dann haben wir für einen Tag 80 bezahlt. Das ist halt schon eine Abzocke, finde ich. Ich bin gespannt, wann jemand kommt. Ist verloren gegangen. Du schaust, Wahnsinn. Ich kann es nicht verstecken. Ich kann nicht so tun, als wäre es geil. Das schmeckt es nicht. Mm-mm. Hat dir dein so geschmeckt? Das Essen konnte mich leider nicht überzeugen. Service, obwohl der Kellner freundlich war, auch nicht, sehr langsam. Ich glaube, der hat uns das Essen einmal vergessen. Ich habe gesehen, wie er uns angeschaut hat und dann gesagt hat, oh. Ich habe gesagt, ich glaube, der Kellner hat uns vergessen. Wo er dir das Essen gebracht hat und dann kam von uns lange nichts. Ich habe gesehen, wie er dann so sich zu uns gewendet hat, uns gesehen hat und dann gesagt hat, oh, und dann wieder weggegangen ist. Naja, auf jeden Fall, ja, hat mich nicht überzeugt. Fleisch war nicht so softig. Fleisch war ziemlich zäh und die Nudeln, Bandnudeln, habe ich mir ganz anders vorgestellt. Ja, zum Hauptbahnhof. Sagt er mir auch. Leider nichts. Wir gehen jetzt heim, schlafen. Das war's. Würzburg. Okay, ihr seht nicht viel, wir sind im Erdgeschoss. Guten Morgen aus Würzburg. Nach dem Essen, was mir persönlich nicht so getaugt hat, aber darüber haben wir schon geredet. Zum einen, wir waren alle müde von der Fahrt und von der Nacht davor. Alle wenig geschlafen, weil wir mussten ja extra früh aufstehen. Ich muss um 7 aufstehen. Ja, ich habe so ein Luxusleben. Ich bin so verwöhnt, dass 7 extrem früh für mich ist. Und ja, wir haben mal ein bisschen Netflix geschaut, aber die wollten nicht Extraordinary Attorney Woo anschauen. Kann ich echt vom Herzen empfehlen. Das ist so gut. Naja. Wenn wir jetzt der nächste Morgen, ich habe mich fresh gemacht, suche jetzt was fürs Frühstück Brunch raus und jetzt machen sie fertig. Ich weiß nicht, wann ich Zeit habe, dieses Video zu bearbeiten, verarbeiten, schneiden und hochzuladen, aber ihr werdet es irgendwann schon sehen. Das war's von mir, Leute. Wie immer, liken, subscriben, kommentieren, checkt die Videos ab, folgt mir gerne auf Instagram. Wisst ihr, Bitcoin und EFI, ja, ist schon wieder gecrashed auf dem Weg nach Würzburg. Mein Gott, ey. Schaut's, was Host getweetet hat. Kommentiert mit einem GIF, der euer Krypto-Portfolio beschreibt. Ja, so, I still have hope. Ich so, game over. Insert coins to continue. Mein Gott, ich habe auch Lukas schon wieder geschrieben. Weil er hat wieder gefragt, wie zwecks Auswandern Zypern.
darüber gehen wir nochmal in einem extra Video. Ich so, ich weiß nicht, Mann, Edeka ruft schon wieder. Echt nicht geil. Ja, Cashflow, Krypto-Cashflow generieren, Leute. Kaloriendefizit, serious business, ciao.